Detroit, als wär immer Sonntag. Diese Stadt ist wie ein Once-Hit-Wonder. Vollendete Zeiten nur noch auf Fotos. Zeigen im O-Ton, war nicht immer trostlos. Die Beats, die Musik auf Kassetten, die man gern hatte, blieben immer sehr lange stecken in der Boombox. Zoom war's vorbei, sie verschwanden wie Michael mit Moonwalk. Wenn ich an Detroit denke, denke ich vor allen Dingen an Musik, Motown, aber auch House. Aber auch Hip-Hop, JD. Was man so liest und hört und so, ist, dass Detroit schon ein gefährliches Pflaster sein kann. Ich weiß, dass ich mal in Detroit war und ich war an einer Tankstelle, so an so einem Drive-In-Geldautomaten und habe da probiert, Geld abzuheben mit meiner Geldkarte. Und hat jemand die Bullen gerufen irgendwie und hat gesagt, dass ich meinen Cap crooked aufhabe und dass ich irgendwie ein Gangmember sein könnte und so. Und deshalb hat jemand die Polizei gerufen und wurde mit dem Polizeiauto in den Trailerpark nach South Lyon zurückgebracht. In South Lyon war ich mal einen Monat, 2000 genau. Und die andere Aktion war, ich bin in die Tankstelle gegangen, habe mir ein Paket Milch getroffen, habe auch die Mütze so aufgehabt, ungefähr. Und da hat die Frau auch voll ängstlich geguckt und sagte, hey, you a gang member, why you wear your head crooked? And I'm just buying milk, I'm from Berlin, I'm Florian, I'm 20, I'm an exchange student. So richtig South Park. Also von daher, Digga, ich weiß nicht, Alter. Ich glaube, dass es schon krass ist dort mit den Bullen und so. Aber wahrscheinlich verschiedene Areas sind No-Go-Zones oder so. Da gehen die Bullen nicht mehr so hin. Wahrscheinlich nur, wenn ein Mord passiert. Ey, ich weiß es nicht. Ich fand, in New York war es überkrass mit Bullen. Na, Detroit denke ich an so Nirvana, Eminem, an diesen Haus. Also eigentlich an Musik und an eingestürzte Gebäude. Weil ich war noch nie in Amerika. Das ist voll der große Traum, da jetzt hinzugehen. Und dann auch noch nach Detroit, weil alles, was ich davon gelesen oder gehört habe, ist, dass es halt da so ist, wie wir gesagt haben, dass früher Berlin ist, dass man irgendwie was Neues aufbauen kann, weil da halt irgendwas in den Arsch gegangen ist. Und es fühlt sich ein bisschen nach Heimat an. Und deswegen freue ich mich krass, da hinzugehen. Und weil es halt die Musikstadt ist. Internationale Jugendaustauschprojekte und Künstleraustauschprojekte sind, glaube ich, nicht mehr unbedingt so das Neue. Was uns aber auch sehr interessiert, ist nicht nur das Überschreiten von Ländergrenzen, sondern auch das Überschreiten von Genres, von verschiedenen Kunstformen sozusagen. Und in diesem Fall haben wir, glaube ich, also auf Berliner Seite sowieso eine sehr dope, sehr vielversprechende Gruppe von Künstlern zusammengestellt. Da sind MCs dabei, Beatproduzenten, Sängerinnen, Poeten und wir haben eine ähnlich zusammengesetzte Gruppe in Detroit, die auf uns wartet und wir wollen einfach gucken, was passiert, wenn die zusammenkommen. Ich glaube, wir werden in den nächsten Tagen uns einfach in einen Dampfkessel bewegen, hauptsächlich aus Musik und Text und ganz vielen Ideen und Überdrehtheit und dann schauen, was passiert und ganz viel schreiben und Musik machen, hoffentlich. Six smile and that's my hood. Hey. We've been living good since I was back on Greenfield, hey, with the green reels.
trying to show them like y'all know how I feel when I can't even get a Happy meal. Yeah. They moving in, so somebody gonna be moving out. They strong on me without having to shoot it out. They deep on what you got on my 40, homie. 48, cause they taking my portion, homie. Scratch that. Alright. Rip my heart out, now you charging my soul. This is my birthplace, my hood and my home. You bought your powers, but money ain't shit. And I ain't having it, nah. I ain't having it, nah. Yo, this is really happening right now. You rip my heart up, now you charging my soul. Charging my soul. This is my birthplace, my hood and my home. My home. You bought your power, but money ain't shit. And I ain't having it enough. I ain't having it. Hey. There goes the neighborhood. Here comes the gangsters, hustlers, and shady crooks. But they don't look how folks say they look. They look how most governors, senators, and mayors look. They skin color match the color of their collar. White collar crimes they committing. Little white lines they be sniffing. But if they get caught, they won't ever do no time in the prison. They moving in, so somebody gon' be moving out. They strong arming without having to shoot it out. They deboning. What you got on my 40, homie? 40 acres, they taking my portion, homie. I ain't trying to leave, but they force it on me. So what's next for us? I guess just a mass exodus. But if I'm leaving, I'm scrapping and swinging. Yep. Slapping your frappuccino out of your hand and smacking you your teeth in. You ripped my heart out, now you charging my soul. This is my birthplace, my hood and my und ich schwör, der ganze Scheißbezirk wird vereinnahmt. Schauspieler, Musiker, Künstler, Designer. Sicher, dass auch euer Viertel bald ein Hype hat. Universitätenstadt, Berliner Lebensart. Studenten mit Yeti-Bar, hängt vor dem Späti ab. Checken die Mädchen ab, schwänzen das Seminar und kassieren dafür noch Solidaritätszuschlag. Wir fühlen uns wie im siebten Himmel. Früher kämpfte man für Rechte, jetzt regiert hier die Linke. Übelstes Gesindel gegen Piekweine Pinkel. Und die Stimmung steigt, wenn die Mietpreise sinken. Alkohol-Ex-Ex vor dem Idiotentest. Kleinstadt-Idylle trifft auf Obern in Großstadt-Stress. Wir schnappen dir deine Wohnung weg. Feiern 1. Mai anstatt Oktoberfest. Asozialer Ton, Arbeitsamtniveau. Wir kommen neuer Kies, ziehen Plattenbauten hoch. Keiner gibt mehr einen Fick, niemand macht mehr den Hof. Hochspannungsleitung, Stadt unter Strom. Wir erhöhen die Rüpelquote an einem friedlichen Ort, an dem sich früher nie geprügelt wurde. Das Elite-Internat wird zurück die Schule. Und alles geht schief in dieser Schule. You rip my heart out, now you charging my soul. This is my birthplace, my hood and my home. You bought your power, but money ain't shit. And I ain't having it enough. I ain't having it. Você não imagina como é que viver num espaço que tem o que te pôr a correr. Tentativas e mais tentativas para que desiste o lugar onde estás a viver. Quando em marcha, para que de marcha, momento da tarde, você não se encaixa na invasiva. Taxa que é para tu, uma racha que promove o racha e desiste. Mas sempre é pleno. Se não olho para não, que é motivo de show. Toma como consome, não importa se o povo grita, Deus aprova, eles fazem de tudo. Assim como não, eles fizeram as paredes, aumentam o que reabilita. Constroem áreas, gelas, restaurantes e bares para satisfazer o controle de quem deveria poder. They got a money, they got a power. Everything under control, they can take your house, change your hood. They might take your soul. Money talks, talks a lot. So what you gonna do when they come for you to take your house against you? Son vampiro de horror, todos estes investidores. Ingiendo ser personas buenas para beber tu sangre. Que importe la plata, no se le pase lo que tiene, lo que gana. Y que las personas pagan por lo que no habita su rally. You rip my heart out, now you charging my soul. This is my birthplace, my hood and my home. Charging my soul.
When I first heard about the project, I was approached by a friend of mine, Venice Session, who helped kind of organize the situation with Larry Gant and Olad from Berlin. She told me that, you know, she had been to Berlin and she loved it and was talking to them about doing some sort of exchange. I know Olad had been a part of other exchanges between Berlin and New York and other areas. And so he wanted to do it with Detroit. And, you know, me being a friend of Venice, she approached me. And, you know, I was like, you know, I thought it was a great idea. You know, I'd never really done anything like this. Like, I've done collaborations with artists from all over the world, but it's usually like, all right, you know, we'll send you a beat, you record it, you send your vocals back. This is the first time I've actually been a part of a like an international collaboration where people are actually in the same room creating. So I thought it was an amazing opportunity. At the moment, we are, I would say, about two-ish songs deep. We started one song yesterday. Kind of the theme is about boundaries and breaking through boundaries, whether it's racial boundaries or country boundaries or mental boundaries, whatever that may be. They're slowly coming together. Hopefully we'll be wrapping those up soon. And yeah, very early stages. We have, I believe, at this point right now, when I'm talking to you, I think we have about 4 more days of the Berlin crew being here. So we got a lot of work to do in these next 4 days if we want to try to get 10, 11, 12 songs done. So, but I'm confident that we'll get it done. Everyone's professional and very talented, so I'm looking forward to it. Donald Trump wants to build a wall. Racist cops want to kill us all. This ain't the time for the pillow talk. I feel locked in, knock the ceiling off so I can fly free from boundaries and right-wing philosophies. No pipe dreams or mockeries. I got the right team surrounding me. From Detroit to Germany, restore the urgency, destroy the curtain so people are burden-free. Detroit to Germany, restore the urgency, destroy the curtain so people are burden-free. Du bist in Farben ein, doch du kennst nur Schwarz-Weiß. Du teilst die Welt in Zahlen, doch du ziehst und bist eins. Eins, hast langen Atem, atmest nicht ein. Du bist nicht gleich, hoch zwei, du bist gleich, gleich. Du siehst die Welt aus deinem toten Winkel, Blindspot. Du siehst dein Geld und erntest neue Mauern, bleibst dort. Du bist höher, schneller, weiter, ohne Treibstoff. Du wirst Grenzen überschreiten, doch du unterschreibst noch. Lass ihn einmal los, denn für eine volle Hand ist Neues nur schwer. In der Comfort-Zone hinterlassen deine Schritte keine Spuren im Teer. Hör einmal zu, denn solange du redest, sind fremde Stimmen nur Lärm. Malst du nicht auf, was tust, denn im Dunkeln haben Farben keinen Wert mehr. Geboren, ich komme aus der Zone, wurde erzogen ohne Komfort. So krass zuvorkommt, lass dir den Vorzug, du wirst bevorzugt, der Zug kommt sofort. Lass mich fortfahren, ich will vor meinen Vorfahren performen. Nimm dir die Vorfahrt ganz ohne Vorwand, just vorfahren, genau so kommt's mir vor, genau so. Versuch die Distanz zu wahren. Bilder mit Abstand betrachten, egal was du hältst, Rang oder Rahmen. Man richtet sich selbst erst nach der totalen Gameboy, Spielothek, Neonröhren, Tetris, Casino-Fassade, LED-Licht, Ästhetik. Und mit Klangfarben in Regenbogentönen. Ich wurde programmiert, um die Laser zu bewegen. Strahl aus! Hier fühle ich mich wohl, bin mir sicher, hier gerate ich auch niemals in Not, Mann. Ich fühle mich bedroht von der Zinspolitik. Doch nicht nur deshalb bleib ich introvertiert, das müsste ich bin akzeptieren. Doch sie raffen es nicht, wenn ich dazu bereit bin, trete ich aus dem Schatten ins Licht. Aber solange du nicht dazugehörst, hassen sie dich und lassen dich im Stich. Sie testen, wie belastbar du bist. Ich merke dennoch, ich muss raus aus dem Trott. Ob's mir gelingt, steht noch im Raum, doch ich hoffe. Doch ich guck nach vorne mit dem Glauben an Gott. Krieg ich vielleicht irgendwann raus aus dem Loch und baue mir ein Schloss. When I think about Berlin, I think about the real hip hop that I see in the just in the videos on YouTube and stuff, and how they really do fuck with Detroit artists heavy. I know like Apollo Brown and Guilty Simpson and Fat Cat, they all tour mad.
tour a lot out there, and you can tell there's a lot of respect between the two spaces. Honestly, I mean, since I've never been there, it's another world, you know? Just like being here with all these guys, you know, it's just a different way of thinking, a different way of collaborating and creating, you know? It's, I guess in a sense, it's like stepping out of your comfort zone. That's what I feel like Berlin is, you know? It's a melting pot, you know? It's a melting pot of different people. You know, you got different people from different cultures from Germany in one house, you know, and be able to put all that together is a beautiful thing. So that's what I feel Berlin is. It's kind of like Detroit, you know? Detroit is a melting pot of different cultures, ethnicities, and it's very diverse. But when you get together and collaborate with one another and create one beautiful piece of work, that's the beauty of it. You know, that's why I think this Berlin and Detroit project, or Detroit, it's what's needed, honestly, for the world right now. Was hier schon wieder abgeht. Flüchtlinge haben im Ostblock keine Freude. Jeder Bratanschlag erinnert uns an Rostock 92. Ich bin geschockt von diesen Leuten und mein Hass lebt bis heute. Lauf ich durch Köpenick, da tönen hinter mir Affengeräusche. Was ist los mit euch da oben? Wann beendet ihr das Leid? Nichts gegen Meinungsfreiheit, aber gegen Fremdenfeindlichkeit. Gerade Deutschland muss was tun. Warum lasst ihr sie marschieren? Durch ihre Hasstiraden entsteht eine Massenhysterie. Die besorgten Bürger freuen sich auf den wöchentlichen Maskenball und immer mehr lassen dann im Gruppenzwang die Maske fallen. Ein Hoch auf jeden Gegner, denn wir stürzen ihre Führungskräfte. Diesmal mit Unterstützung der Fast- und Lügenpresse. Es ist eure Aufgabe, die Flüchtlinge zu schützen. Doch die Polizisten schützen die Faschisten. Aber wir kesseln euch ein und dein Verein sitzt in der Falle. Kein Mensch ist illegal, bleibe recht für alles. Yes. Wow. Yeah. I think the only difference is the language barrier, to be honest. Like, that's the only difference. Like, everything else, when they spit, I feel the emotion they have in it. When they, you know, he's like, even with my man's beat, you can tell, like, he there's a passion for what he does. And that's, like, with us, it's more than just, like, trying to get money. It's, we do it for a passion. And you can tell, like, Detroit to Berlin, it just comes natural. It's just like it just feels so right, you know? Look, I'm forever tired of the bullshit we be struggling in. The stumbling in, there's just nothing while we hunting the wind. I'm on the grind till I stay no deep in hell for my sins. Eternally burning and hurting with my closest of friends. Gunshots out the window, shit we heard of since kids. Some of us caught them and someone didn't want us to live. But we grew into the things that we knew not to exist. The monsters within the mist, the problems within the kids. This is it, what? If Luchini falls from the sky, we'll be rich. But until then, the revolution fires, keep your fist up. I've been chopping pedal shoes all night with this wrist, cause I've been giant banging through the lines with this pen. Love could not be folded, praying for some bliss, hoping one day we could know it. And I'ma work karma, I hope you know this. Yeah, I'ma go farmer, and you could quote it, Man hat immer das Gefühl, es ist Sonntag. Jeden Tag. Es ist jeden Tag Sonntag. Die Stadt ist leer irgendwie. Es gibt wenig Menschen auf der Straße. Wenig Leben irgendwie. Es gibt dann auch immer diese verrotteten Häuser so zwischendurch, die einen immer wieder daran erinnern, dass es irgendwie auch teilweise zugrunde gegangen ist oder noch oder nicht mehr. Also jetzt gibt es vielleicht wieder einen Aufschwung, man weiß es nicht. Ich habe kein einziges Taxi gesehen, also no cab. Und kein einziges, und das ist wirklich sehr bemerkenswert aus meiner Perspektive, kein einziges Polizeiauto. Ich habe in der ganzen Woche kein einziges Polizeiauto gesehen, was für amerikanische Verhältnisse. Ich war schon zweimal hier. Das ist ja das, womit man quasi direkt konfrontiert wird. Also nach zwei Tagen spätestens wird man irgendwie angesprochen auf der Straße oder so, weil man irgendwie, weil die irgendwie merken, dass man nicht von hier ist und einem irgendwie helfen wollen oder abchecken wollen, was denn jetzt eigentlich los ist. Oder man wird angehalten oder irgendwie in irgendeiner Form hat man irgendwie mit dem Gesetz zu tun auf der Straße und man sieht die halt. Die sind präsent und es gibt irgendwie, das habe ich noch nie gehabt. Also es wäre so eine Stadt ohne Gesetzeshüter. Ja, als könnte man hier machen, was man wollte. Okay.
maybe too. Maybe I think I have like. Ich wach auftaucht von einem Saufrausch, aber laut Aussage einer Sauklaue auf meiner Stirn mit einer Marke ist das Leben wie das Spiel mit den Karten. Mau Mau. 7, 2, 10, 8 aussetzen, Nacht ausfetzen. Wieder geflickt ist, wieder zurück im Gedächtnis. Weiß wieder, wieso mir so schlecht ist. Lieber die Liebe der Liebe, kapierte das nie und verlierte sie Tiers in den Liedern der Augen. Wird nachher niedriger wieder, was werden in den Liedern? So lieber mal viel lecker saufen. Ey, geil! Cause that part just loops twice. I mean, I was just figuring out how things can fit together. Right. But that did fit together. Yeah, so that's what I'm saying though, because this part, so I would say, if it comes in again twice, then you do what you have over the first repeat one, and then when it goes again, do it on the second repeat one. Because what I feel is a sequence, so what happens is, I go to it and it goes, pleasure of being able to set up a studio in the top floor of our Boston Edison house. It's an amazing house by Miss Jeanette, who has let us come and really feel at home. We set up the recording space on the third floor, and we've had, I don't know the exact number, honestly, because I've been just trying to make sure that everybody is in good spirits and well taken care of. But I think there's somewhere around like 8 or 9 songs that have been recorded already. And to know that this project is gonna be able to kind of at least reach some type of like informal completion, if that makes sense, of being able to have recorded so much music here on this end, so that when we're able to travel to Berlin in April of 2017, that we'll be able to like really have the full experience of performing this material and really making it feel complete and conclusive with the whole Detroit and Betroit artist gang. So on this side, we've done a lot of, you know, being able to experience the city, but learning how to balance that with the artistic creative side, and knowing that, you know, you can't force creativity, and it does have to kind of be ushered in and kind of allow for that creative experience to kind of mesh itself also with the new experience of being in a new place, in a new space, because for every person and every artist, you have a different creative process. And so especially for being in a new place and somewhere that's different, that process can also look different to you as well as a creative. And so having this home really has helped to make us connect to the spirit of Detroit faster and more in sync and as a group, and we've all been able to kind of tap into those different spaces and places and continue to make amazing creative content, from raps to singing to poetry. And I'm really looking forward to seeing the end results and sharing it with the world.
I rock back and forth in centers, staring into space, watching fires burn. Eyelids as heavy as the tears they hold. Why does she get to go home? I don't want to stay. I'd much rather go. I am here only for you, my love. I don't want to stay. I'd much rather go. I am here only for you, my love. Remember the silence. Deaf from the aching behind your eyes. Swaying beside them, numb from the pain they forgot to feel, finding comfort in broken glass and thunder crashing. Something has got to give. I'm waiting. Vision's hazy, mind's all hazy. Something has got to give. I don't want to stay. I'd much rather go. I am here only for you, my love. I don't want to stay. I'd much rather go. I am here only for you, my love. It seems like out of the blue, it just went from not having a whole lot of progress to, oh, we're almost done and almost out of time. But really, it was just a lot of listening to each other's work and then contributing whatever you have to contribute. And then we all like flooded Vex, honestly, to get everything recorded, so. I love, absolutely love the German poets. One, just because I would say just like their tone, their voice, the way that they spent, the way that they were able to like craft these beautiful masterpieces with their word. Like I think that was like really impressive to me. What was also impressive is them being able to spit a German poem and then translate it in English, then listen to the English poems, then translate it in German. Like it was a really cool experience. But I think that overall, what I took from like the German poetry is like no matter how ugly something is, you can make it look really, really beautiful by the way that you use your language. So I was like impressed, inspired. Gegen die gierigen tierischen Blicke, die wir imitieren, nur um zu überleben. Hübsche Reden, Schwingen oder Singen bringt nicht so viel, nur was tun bringt ans Ziel. Aber man hat nicht immer Mut für den entscheidenden Move. Ist nicht immer in einem Mut für den entscheidenden Move. Hat Angst, dass jemand buht beim entscheidenden Move, bis man ihn irgendwann tut. Den entscheidenden Move. Ich spreche nicht die Sprachen der Länder meiner Großeltern heute. Meine Sprache setzt sich zusammen, wie wir uns setzten, um innezuhalten aus Spuren.
Erinnerte Geschichten, Commitment, Fernweh, Saudade. Jeder von uns hat für etwas anderes genau das richtige Wort. Dieser Film, der sich wieder und wieder hier abspielt. Du kannst nur einen Fuß vor den anderen setzen. Die Landschaft bewegt sich vermutlich alleine, aber mir fehlt die Zeit, auf die Plattenverschiebung zu warten. Gebirgsketten bilden sich nach unserer Zeit. Nach uns der Ozean auf diese Wüste, nach uns die Neuordnung, aber jetzt sind wir hier. Du hinterlässt deine Spur in der Erde. When you think about hip-hop, it's impossible to talk about hip-hop without J. Dilla, Eminem and Slum Village. All of them, they are like a kind of icons for this culture. And to be here in Detroit for me is like kind of, well, this is the spot. I'm the type of guy that works better under pressure. Normally I write on the studio, and when I'm in the studio and everybody like under pressure, yeah, we have like a 1 hour to record the track. I just take my pen and I take the beat, I put on loop, and great ideas come from my mind. And I normally write good songs on studio under pressure, but when I have a time, I write something and then I just scratch. No, it's not like this. It's you try to make it too perfect, that normally it's not so perfect when you have enough time. But when you are under pressure and everybody's doing their parts, like you have 16 bars, you have 16 bars, you have 16 bars, and you see like the others, they are almost ready, and they are like in the corner, like you know, like yours, they verse to record. You feel like, okay, let me do my parts or my shit, and I think for me it will be like that here. Yo, só quem só reconhece o meu flow. Frequencies high, never low. Projeta repeat, se meu nome é Diamond Dog. Eu venho de Angola, we Brazilian make the show. Yo, eu não quero que ninguém faça parar essa música que sou eu, posso te dar. Porque cadê, cadê, bim, bim, go. Jam, busca na rota, jam, check. MC tem que ter palma no meio da liga do tipo do flow. Levanta no pipo do shopping, no meio do beat, vem pra como um gol. Depende do wall, pra cima do shopping, e do comum de custo. Casa de Colores is translates to the House of Colors, and really, man, Casa de Colores, that's like the spot, you know what I mean? That's like the place to be, because when you go there, it's really like, it's just motivation. As soon as I'm at the Casa de Colores, I'm like, all right, what do I need to do? I gotta be working on something, you know what I'm saying? Oh, do we gotta edit this video? Do we gotta make some more content, you know what I'm saying? Or we gotta make some more concepts for videos, or we gotta schedule out a plan, you know what I'm saying? Like, it's all about being productive over there, you know what I mean? So it's like, it's never a dull moment. It's never like when nobody's not doing anything. We always working. Like, as soon as you go to Casa de Colores, either you working or you building with the people. It's about community, you know what I mean? We bring city officials, even little kids, young kids from the hood, you know what I'm saying? Anybody is welcome there, and just to build and share, because it's about community. And that's really like, it's like a community center with a house, you know what I mean? It's crazy. So right now, we're doing a project, like an album, really. We have singers, rappers, producers, poets, everything from Berlin and from Detroit. And even though we're like on two different parts of the world, it's so many similarities, so we're connecting that just to show the people, you know? Yeah, at first I was like, oh yeah, what's up? And you know, it's cool. We got people from Berlin over here. That's what's up, you know what I'm saying? I was like, oh, really, on some real shit, to be completely honest, I was like, man, you know what I'm saying? The project should be straight, you know what I'm saying? I don't know what everybody can do, so I was a little skeptical at first. Like, I don't know if everybody be dope or not, you know what I mean? Because, like, not to say that, like, I knew my shit was just gonna be, like, dope or anything. I'm just saying I was a little skeptical at first. Which I feel like people from Berlin were skeptical at first too. Like, man, these niggas, I mean,
man, these dudes, you know what I'm saying? They might not be dope even though they're from Detroit, you know what I'm saying? It's like some young cats, you know what I'm saying? They don't know what they doing. So I feel like it was like mutual on both ends, but at the end of the day, when everybody got to build and share with each other, you know what I'm saying? We just found out that everybody was very talented. Nah, I don't want to hear myself, man. I don't know, man. I just don't. It's weird. I think that's a Detroit thing, because a lot of people don't like to hear themselves. For real? Yeah. I said, rolling in that ride, coincide with them blowing lie. Grew up on that bone, rhyme them thugs, I was bona fide. Where we all reside, didn't thrive, tell them going high. Motor City pride, in my eyes, you can see the shine. Bling, bling, I'm Wayne in this heyday. Rappers think they fly, they really dive into a mayday. I follow what may say, time to eat, say grace. I need that big payback, you worry about your pay raise. I melee instrumentals, get it through your mental. I paint a picture with pencils, they copy it, make it stencils. I stamp it, make it official, you witnessing a glitch up in the system. We reminisce before we had the benefits, back when we wanted to travel, could only get a glimpse. Now you might just see me on the island like I'm Gilligan. They tried to get rid of him, now we out here renovating, breaking chains with these illustrations. Another demonstration. Yeah. Hol dir die Bilder vom Himmel, die du brauchst. Mal dir daraus einen Hintergrund für die Welt. Ziehe die Breiten gerade, gerade, leg dich dazwischen. Das ist dein Haus. Das ist ein Weh wie wohin im Himmel. Das da ist Norden. Das hier bin ich. Ich zähle mich in den Schlaf. Eins, zwei, drei. 14 bekannte Gestalten im Himmel, ich habe die Namen gelernt. Eins, zwei, drei. 10 Schritte weiter zu gehen, 10 Meilen, bis mir die Augen zufallen, bis der Himmel über mir zuklappt. Wo bin ich? Hier gelandet. Sag mir, wo Norden ist auf deiner Hälfte der Welt, wo man sich hinbewegt von hier. Wie heißt dieses Sternbild? Ist das ein Wagen? Ein Bär? Ist das ein Krater im Himmel zwischen deinen Rippen? Ist das ein Loch im Asphalt? Ich will mich hier nur hinlegen. Ist das okay? Ich will hier nur warten, bis die Erde sich langsamer dreht. Geh nicht weg, bleib nur noch ein bisschen. Hier stehen. Ich kann von hier oben aus alles sehen, was passiert. Wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier? Ist das eine Staatsgrenze? Ist das meine Haut? Ist das ein Stromausfall in der Stadt? Wir schlafen nicht mehr. Wenn wir die Augen aufmachen, fallen wir. Falten wir uns aus dem Rahmen raus in die Welt. Dreh dich nicht weg. Bleib noch ein bisschen bei mir. Eins, zwei, drei, vier. Bis jetzt ist es vom Arbeiten her für mich, glaube ich, am spannendsten, eine andere Art von Schreiben auszuprobieren. Ich ja nicht aus der Musik komme und jetzt mit eigentlich die ganze Zeit auf Beats gearbeitet habe. Und das ist einfach ein ganz anderes Schreiben. So, für mich ist der Prozess viel assoziativer, viel weniger planvoll und man hat eben noch dieses andere Medium drin. Dann finde ich, glaube ich, sehr gut und sehr spannend einfach das Potenzial der Mischung. So, das habe ich auch nicht so oft, dass ich einfach sagen kann, boah, ich schreibe jetzt eine Strophe und dann singt dabei jemand die nächste. Oder wir haben einen Sprachwechsel drin. Ich fand es, glaube ich, wir haben bis jetzt sehr frei zusammengearbeitet, glaube ich, zumindest in den Gruppen, in denen ich war. Da war es mehr so, wir haben uns auf ein Beat geeinigt und auf so ein grobes Oberthema und dann hat jeder das ausinterpretiert. So sehr für sich, was super cool ist, weil man, je offener das Bild ist, desto mehr total verschiedene Ausdeutungen davon hat. Das ist, glaube ich, cool. Ich fände es, glaube ich, ergänzend dazu eigentlich noch ganz spannend, mal noch mehr zu reden so, und sich noch mehr hinzusetzen und zu sagen, wow, quasi der Entstehungsprozess von diesem Track ist jetzt halt so, nicht so mit immer wieder, wir treffen uns kurz in der Mitte, sondern so näher aneinander geführt.
Mal schauen, ob das noch stattfindet. When I first heard about the project, I thought it was going to be something like, kind of like, not really like in depth and as detailed as it is. Like, these artists are like for real good. Like, I thought it was just like some program or something. It just happens to be like these artists are like for real, like can fucking kill shit. Like, it's crazy. Like, they're really about it. Du bist im Farbenmalen, doch du kennst Schwarz-Weiß. Du teilst die Welt in Zahlen, doch du zählst nur bis 1, 1. Hast langen Atmen, atmest nicht ein. Du bist nicht gleich hoch 2, du bist gleich, gleich. Du siehst die Welt aus deinem toten Winkel, Blindspot. Du siehst dein Geld und erntest neue Mauern, bleibst dort. Du willst höher, schneller, weiter, ohne Treibstoff. Du willst Grenzen überschreiten, doch du unterschreibst noch. Es ist immer geiler zu schreiben, also für mich auf jeden Fall, wenn ich, selbst wenn ich die nicht sehe, aber weiß, da oben sitzt gerade jemand im Raum, da hinten auf dem Balkon sitzt gerade jemand, da auf der Terrasse ist jemand, hier auf dem Rasen ist jemand und die sitzen alle gerade so da wie ich und sind so, murmeln so vor sich hin. Also dieses Ding, wenn ich das weiß und das fühle oder vielleicht sogar neben mir jemand sitzt und vor sich hin murmelt, das hat so was Beruhigendes und gleichzeitig total Motivierendes zu schreiben, finde ich. Und es ist auch voll schön, weil man gerade weiß, auch wenn es unterschiedliche Tracks sind, sind alle gerade so an diesem einen Projekt und es trappelt so langsam voran. Und es ist voll das geile Gefühl. Und das, glaube ich, das motiviert mich definitiv, weil das habe ich voll vermisst, wenn ich alleine zu Hause in meinem Zimmer saß und war so mit meiner Peitsche hier und war so, komm, schreib jetzt irgendwie, du musst jetzt 4 16er fertig haben und 2 Hooks auf jeden Fall, sonst darfst du nicht pennen gehen. Und da dann manchmal echt eine Stunde sitze und 2 Zeilen habe, das habe ich hier überhaupt nicht und das liegt an den Leuten, definitiv an den Leuten und ich brauche das voll und das ist mir hier klar geworden, weil das das Beste ist, mit Menschen zusammen zu schreiben und nicht alleine in seinem scheiß Wohnzimmer. Verkacke und Ziele immer wieder wie Fliegen auf Glas. Ich hab's versucht, brav auf die Arbeit, die Uni besucht. Ich hab gezahlt, pünktlich gebucht, auf die U-Bahn gewartet und Chefe verflucht. Doch dann, wenn ich schlafe, dann hör ich den Bass. Ich werde wach, such einen Stift und ein Blatt. Kritze so lange, bis das nicht mehr knackt. Denke nicht, ich mach. Schreibe, was niemanden interessiert. Verschwende Papier für den Dreck, den ich fühl. Wenn ich verrecke, fragt ihr euch wofür. Für das, was ich lieb. Blei auf Blatt, schreibe das, was ich mach. Sein Schach, bleibe wach, weil ich das brauche zum Leben, bis das nicht mehr knackt. Schreibe, wenn ich aufwach, Wörter fliegen durch die Nacht. Ich schreibe, bis ich aufwach, bis mein Kiefer nicht mehr knackt, bis mein Kiefer nicht mehr knackt. Ich schreibe, wenn ich aufwach, Wörter fliegen durch die Nacht. Ich schreibe, bis ich aufwach, bis mein Kiefer nicht mehr knackt, bis mein Kiefer nicht mehr knackt. The last 10 days, first of all, were
some of the, like, the best days of my year and of my life. You had all of these artists in this one house, waking up together, going to sleep together, creating together, breaking bread, eating dinner, workshopping, inspiring each other, and created this what I'm sure is going to be top tier project in 10 days. You had artists who were sitting down and writing poems in minutes, who were sitting down and writing whole songs in maybe just like an hour or two, and that's impressive. So we created together, but we also created this bond between Berlin, between Detroit, between creativity. So, I mean, that's what it was like overall, but she, like I said, just got up and it's 2 o'clock in the morning, you were with some artists who were just in the kitchen cooking eggs together and writing raps. And then at 8 a.m. they were waking up and driving to Ann Arbor to do some workshops. And then they were coming back to have dinner at 7 and then writing from 7 until 2. So it was fun, and it was nonstop 10 days. I definitely want to go to Germany and work with everybody. Just try to put together, or try to create something too. It's just, I feel like the vibe is there already. You know, I feel like it's just something that has to be done by this point. Well, everyone came in a little nervous. I think we sort of broke the ice when I had dinner ready for them. And I think when they went to their prospective spaces and realized it was personal space just for them, I think they opened up a little bit more. And they were just really genuine. You know, they really, you could feel the love in their heart. You can just feel their energy just ready to explode. And day by day, a little bit more and more came out. And by the last 5 days, oh my God, they were all over the place, 24/7. They felt free. They were able to create. I just love listening to them, love watching them. You know, I just don't know what to say. They were just so exciting, and they helped me up. My mom had just died a couple of weeks before they got here, and I was sort of gloomy. But they just brought an energy to my home that just built me up. I just loved getting up in the morning. I loved listening to them all night. It was a two-way street. I'm just grateful. Just really, I'm one of the most blessed people on the planet. That was a hell of an experience. Loved it. Loved it. Would do it again any day. You can either hear these stories, read the news, get all crazy, let it mess with your mind, and put a wall up, again, the boundaries. Or you could just meet the people, you know, talk to people, get to know them, and see where they stand. It's such a wild concept to even try and really dream, like, what did we start? But I know we've definitely started something. Detroit Gigging Allah. Check. Reporting live from the slum village of stolen land. Home of the hard burners, factory and yard workers, double shifts and swollen hands. Damn, got them rolling splits in the mobile van. Wishing to be more mogul than any road that you know to send. Cause he works 66 day in and day out. And preaching to his kids, you better not take the same route. When sipping on that shit that got him straining his brain out. Cause depression's in survival, that's the push to push your way out. But you know, son won't listen, daughter don't care. Wants to be more involved, but no money evolving there. So he's hustling, pressure on his shoulders while he's wondering how we stumbled into the struggle being his punishment. Child, the same cycle that we witness. Regret the life we living, and that's law for the forgiveness. So expect for them to give it. Your dreams should be your mission. We gonna change the world together and be written with no limits. Dope as fuck.